Ich grüße euch, ihr Lieben. Ich bin's wieder, euer Vergnommen, Akkaverina. Und ich habe es geschafft. Ich war mal seit langem wieder in einem DM. Denn der nächste DM von mir ist ein bisschen weiter weg. Wenn ich, manchmal bestelle ich auf DM im Internet, aber ich bin sehr, 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 sehr selten in einem Laden. Aber ich habe es mal wieder geschafft, in der Stadt zu sein und dort persönlich einzukaufen. Und ich möchte euch mitnehmen, was ich so alles gefunden habe. Ich habe natürlich viel Ausschau gehalten nach Balea, also den Eigenmarken, die ich so bei mir jetzt zum Beispiel im Rossmann zu Hause nicht finde. Aber es sind auch noch einige andere Sachen dazugekommen, die so mit in meine Tüte hier gerutscht sind. Und die möchte ich euch einfach mal zeigen. Als erstes habe ich mir hier von Gillette Venus diesen kleinen Rasierer to go mitgenommen. Ich habe den schon mal vor Jahren gekauft in einer blauen Plastikbox, aber der ist halt jetzt auch schon echt alt und abgeranzt. Und ja, nach 10 Jahren möchte man einfach mal einen neuen. Dann kommen wir schon zum ersten Balea-Produkt, nämlich Tropic Vibes, ein Duschgel mit dem Duft nach Wassermelone. Und ich finde, es riecht nach Wassermelone. Wer mich schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich Wassermelone liebe. Deswegen passt dieses Shampoo-Duschgel wunderbar zu mir. Wenn wir schon mal bei Gillette waren gerade, habe ich mir Ersatzklingen geholt für meinen Deluxe Smooth Swirl. Das ist der Rasierer, den ich benutze. Und genau, deswegen, irgendwann muss man die Klingen mal erneuern. Am besten regelmäßig. Deswegen war es dann wieder Zeit. Mats hat sich was ganz Fancyes mitgenommen, nämlich für die Zahnpflege hier von Elmex eine Zahnspülung. Weil er der Meinung ist, ihm gefällt die aktuelle, die wir haben, nicht mehr. Das ist die von Super Clean. Er hat erst gesagt, wow, die ist mega toll, kauf die nach. Dann habe ich sie nachgekauft und jetzt mag ich sie nicht mehr. Naja, gut. Verstehe einer die Männer. Von Fascino hier, der Sockenmarke von DM, habe ich diese coolen, durchsichtigen Socken hier, aber mit Rosenmüsterchen hier noch. Die fand ich mega spannend und ja, ich dachte, für 2,65 kann man das Paar schon mal mitnehmen. Mal gucken, wie lange das so hält. Ich habe etwas Angst, dass ich da schnell ein Loch reinbekomme, aber ja, ausprobieren wollte ich es mal. Ich hole was Großes raus, hoppala, denn war mal, das ist runtergeworfen. Ja, es war mal wieder Zeit. Irgendwann ist das Klopapier ja leer. Deswegen, ich zeige es euch nur schnell. Das ist das Klopapier, was wir immer benutzen von Ceva. Smart, das hat nämlich keine Hülse. Moment, ich bück mich nach dem, was runtergefallen ist. Hello. Genau. Ja, eben aufgrund dessen, weil keine Hülse drin ist, wir nichts wegschmeißen müssen. Und ja. Diese Fußmaske hier habe ich gefunden. Das ist eine Maske und ein Peeling zugleich. Scrub and Care mit pflegendem Kokosduft. Und ja, ihr wisst, ich liebe es, meine Füße zu pflegen. Deswegen war die auf jeden Fall ein Muss. Auch von Balea hier eine Handschuhmaske, Make a Wish. Ich finde ja das Design mega süß. Von der Make a Wish LE habe ich, glaube ich, auch schon meinen Lippenpflegestift geschenkt bekommen. Und ich glaube, eine Maske auch. Aber ja, hier ist eben die Handschuhmaske. Und oh, probiere ich auch gern aus. Vom Duft her, die normale Maske hat mir gut gefallen. Ich wette, es wird bestimmt so ähnlich riechen. Und ja, dann haben wir ein Schimmerspray. Summer Sunset mit Südseeduft und Monoi-Extrakt. Das fand ich, hat sich auch sehr gut angehört. Ich habe natürlich im Laden nicht damit rumgespült, aber jetzt kann ich es mal machen, wenn da nicht irgendwas zu ist, weil ich finde, dass immer so, also es riecht schon mal sehr angenehm, dass man halt im Sommer gerne mal so ein bisschen, ja, also es ist ein sehr dezenter Schimmer, ihr seht da jetzt fast nichts, ne? Aber es riecht gut und ein bisschen schimmert es auch. Ja, ich denke, das werde ich schon ab und an benutzen. Knuck. Noch was, was Matze unbedingt haben wollte,
von Elmex, Optischmelz, Versiegelung und Stärkung der Zähne. Ja. Von Balea Augenpads, und zwar Hydrogel, habe ich mitgenommen. Da steht mit Holo-Effekt, also die schauen schon ziemlich glitzig aus. Aber ich habe es eigentlich mitgenommen, weil ich da Drachenfrucht drauf gesehen habe und mir den Duft dann hoffentlich auch schön fruchtig vorstelle. Dann lacht ein bisschen, aber von Profissimo, also diese Haushaltsmarke von DM, falls ihr euch fragt, was das ist, das sind Maiskolbenhalter. Die schauen ein bisschen so aus wie diese Kartoffel an, also an Spießer, falls ihr die kennt, zum Kartoffeln schälen. Nur etwas robuster. Ich esse sehr, sehr gern vom Grill im Sommer Maiskolben. Es gibt ja schon Maiskolben zum Beispiel beim Metzger oder so in der Theke zu kaufen, wo Spieße drin sind. Aber man kann natürlich auch einen ganz normalen Zuckermaiskolben kaufen, sich selbst marinieren und dann hast du da halt aber nichts drin. Und mit diesen Spießen rechts und links kannst du den schön abknabbern. Ich hoffe, es funktioniert auch und ja, aber ein Versuch ist es wert. Von Schäbens habe ich hier die Lovely Rose Augenpads, denn spannenderweise habe ich die noch nirgendwo mal mit drin gehabt, in keiner Box. Und bei uns im Rossmann habe ich die auch so noch nicht gesehen. Deswegen kamen die mit. Dann ebenfalls von Balea und auch wieder, weil es hier an der Seite so gut aussah mit Passionsfrucht und so, nochmal Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron, Passionsfruchtextrakt und Koffein. Dann von Youty die Augenpads. Veggie Mixture, dachte ich mir, witzig, was das? Hab gelesen, Gurkenextrakt und Tigergras, hört sich auch ganz cool an, kann man mal benutzen. Ein Badesalz von Balea Erhol Dich mit dem Duft nach Granatapfel und Orange. Sieh ich nochmal. Und ja, das hat halt auch sehr fruchtig gerochen und steht drauf, dass auch Schaum drin sein soll. Bei Salz ist ja öfter so, dass es nicht besonders schäumt, deswegen bin ich da gespannt. Dann habe ich bei der Catrice LE zugeschlagen, jetzt zum Pride Month, auch Love Has No Gender, I Am Unique, We Stand For Equality. Da gibt es ja ganz viele bunte Pinsel. Quietschbunt in allen Farben, aber ich habe mich einfach für den entschieden. Ich wollte jetzt nicht die ganze bunte Kollektion an Pinseln kaufen. Ich dachte mir aber, einer muss sein und habe mich dann hier für den Augenbrauenpinsel entschieden. Augenbrauenpinsel? Was ist denn los? Eyeshadow. Lidschattenpinsel. Dann ein Wasserspray Exotik, auch von Balea. Ich benutze hier viel Wassersprays, ja. Und die meisten Wassersprays haben ja als Duftrichtung Wasser, dann waren mal welche mit Aloe da oder Kokosnuss und dann habe ich gesehen jetzt Exotic und ich wollte es auch nicht im Laden spielen, deswegen mache ich es jetzt mal hier. Oh, das riecht schön. Ja, das riecht fruchtig. Nice. Aber momentan sind die Tage noch nicht so heiß, dass ich es brauche. Dann habe ich hier ein Handspray von Alverde mitgenommen mit Biominz und Bergamott. Ich denke, das kann man immer mal brauchen. Für die Handtasche. Oh Gott, Entschuldigung. Von DM Sundance Kids 50 Plus eine Sonnenmilch. Die benutze ich aber nicht für meine Kinder, die ich nicht habe, sondern für mich, weil 50 plus Sonnencreme ist top und wenn du mal schnell irgendwo bist und merkst, oh wie, die Sonne kracht runter, ich bräuchte eigentlich Sonnencreme, um vielleicht mal das Gesicht einzucremen oder so, hast du die da in deiner Handtasche. Dann habe ich von Happy Melody der Reihe, also auch eine Limited LE, die Fußcreme mit blumig-fruchtigem Duft. Und ja, riecht sehr angenehm. Mal schauen, wie reichhaltig die Fußcreme ist. Ist ja eine Creme und keine Butter, aber ich bin gespannt. Dann habe ich nochmal Augenpads von Balea. Das sind dieselben mit dem Holo-Effekt, die ich euch schon gezeigt habe.
Aber die sahen einfach so cool aus und ich dachte mir, nimm sie, die sind ja nicht teuer, nimm sie noch ein zweites Mal mit. Und wenn mir die anderen nicht gefallen, kann ich die immer noch mal jemanden also als kleines Goodie mitschenken. Dann weiß ich nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Essence hat gerade eine Kooperation mit Katjes. Und zwar diesem grünen Ohrhase. Ich esse ja sehr gern von Katjes die Schweinchen da, diese Ferkel. Diese grünen Ohrhasen, ich nenne es mal Gummibärchen, finde ich jetzt nicht ganz so gut wie jetzt die Schweinchen. Aber ja, ich fand es nur einfach irgendwie komisch, befremdlich, weiß ich nicht, dass eine Kosmetikfirma mit einer Gummibärchenmarke halt eine LE zusammen rausbringt. Ich habe dann so nachgedacht, okay, Revolution hat mit den Cornflakes, also mit der Pebbles-Reihe da, mit den Fruity Flakes mal was gemacht, aber das ist schon ein heißes Ding, würde ich sagen. Hätte ich witzigerweise bei ihr in Ostern oder so eingeordnet, wenn schon der Hase ist, ne, hätte sich an Ostern, finde ich, gut gepasst. Nur ja, hier habe ich auf jeden Fall das Lash, also die Lash and Brow Gel Mascara. Einfach mal mitnehmen und ausprobieren, habe ich mir gedacht. Nun ja, ich bin gespannt. Na, was haben wir noch? Ein Kassenzettel und mein letztes Produkt. Was da wäre? Ein Badezusatz von Trackle Moon Sunset Silence. Ein seelenruhiger Tagesausklang Badeschaum mit Mango und Maracuja. Und ja, das hat auch sehr fruchtig gerochen. Schaut auch total schön aus, finde ich. Und entspannend. Ja, das war mein kleiner DM-Haul. Ein bisschen langweiliger Haushalt und ja, sehr viel DM. Einfach Eigenmarken, um zu gucken, um auszuprobieren. Ist ja immer schön, wenn man vielleicht so einen Vergleich hat zu Rossmann. Wie ist es so? Wie sind die Düfte? Was gibt es da an LEs? Momentan muss ich sagen, ist es so, dass ich von mir persönlich auch sage, dass ich finde, dass von der Qualität her auf jeden Fall Rossmann und DM, finde ich, so auf dem gleichen Level sind. Was natürlich mal ein bisschen unterschiedlich ist, ist zum Beispiel halt die Duschgel-Düfte oder von hier dem Wasserspray sowas, dass man da einfach ein bisschen durchprobiert und sich drüber freut. Und ja, deswegen habe ich jetzt einiges zum Ausprobieren da, auf das ich mich schon freue. Ja. Was hätte euch denn so interessiert, so als spannendstes Produkt von dem, was ich hier in meiner großen DM-Tasche hatte? Oder vielleicht habt ihr auch schon was davon, was ihr mir empfehlen könnt oder wo ihr sagt, war vielleicht gar nicht so meins. Ne, ihr Lieben, ich danke euch, macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst vielleicht noch ein bisschen Liebe bei mir da mit einem Däumchen nach oben oder einem Abo, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, ciao!